willkommen zu einem neuen Video von mir. Für die Leute, die sagen, boah, was ist das wieder für ein langes Video geworden? Guckt euch die ersten 3 Minuten des Videos an und entscheidet dann, ob ihr weiter gucken wollt. Ich habe viel zu erzählen eigentlich, versuche mich jetzt kurz zu fassen. Also, das Thema Inspektion. Die ersten 5 Videos, die ihr findet bei YouTube, wenn ihr eingebt Motorradinspektion, die sind Schrott. Ne? Stellen sich Leute hin, sie machen Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel, und ich rede jetzt so schnell, damit ich viele Informationen in wenig Zeit reinkriege. Die machen Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel und nennen das Video Inspektion. Das ist keine Inspektion, das ist ein Bremsflüssigkeitswechsel und ein Ölwechsel. Mehr ist das nicht. Das ist keine Motorradinspektion, okay? Wir machen heute eine Motorradinspektion. Wie gesagt, das alles, was da erstmal ist, bei YouTube, das ist irgendwie alles Schrott. Das ist das beste Motorradinspektionsvideo, was es zurzeit bei YouTube gibt. Das, was ihr gerade seht. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist nicht arrogant. Nein, das ist einfach so, okay? Das ist einfach so. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen rausholen, die ich bei YouTube da schon alle gefunden habe. Da stellen sich auch Motorradexperten oder Fachwerkstätten hin, die... Naja, egal, ich will jetzt nicht weiter reden darüber. So, dann kommen wir jetzt zu den Begriffen Service und Durchsicht und so ein Schwachsinn. Ich würde euch empfehlen, lasst die Begriffe raus. Die brauchen wir nicht, okay? Die brauchen wir als Motorradfahrer, brauchen wir diese Begriffe nicht. Service und Durchsicht. Lassen wir. Wir haben Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Ich erzähle euch gleich nochmal genau, was das ist. Und das ist auf einem hohen Niveau definiert, weil das ist laut DIN-Norm definiert. Ne? Deutsches Institut für Normung. Will ich jetzt nicht alles ausführen? Ihr müsst ein gewisses Vertrauen einfach zu mir haben, dass ich euch nicht nur Kacke erzähle, sondern dass ich vielleicht schon ein bisschen höheres Niveau ist. So. Dann noch ganz wichtig für euch. Wenn ihr keinen Bock auf eine Inspektion habt, das selber zu machen, und ich definiere das jetzt auch ein bisschen anders, als hier die Hersteller das machen, kommen wir gleich noch zu. Wenn ihr keinen Bock darauf habt und ihr gebt das in der Werkstatt ab, guckt, welche Werkstatt, okay? Es gibt Werkstätten, die haben es voll drauf, und es gibt Werkstätten, die haben gar nichts drauf, okay? Und es gibt Mechaniker, die haben es voll drauf, und es gibt Mechaniker, die haben nichts drauf, okay? Und jetzt gucken wir uns den Inspektionsplan von mir an, und ich mache eine Inspektion immer einmal im Jahr. Immer nach der Saison gucke ich mir mein Fahrzeug an und gucke mir an, was brauche ich Neues für die neue Saison, damit ich da auch beruhigt durchkomme. Und es ist jetzt scheißegal, ob ihr eine Kawasaki, Yamaha, Suzuki oder Honda fahrt, ihr könnt alle diesen Inspektionsplan hier machen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ende, okay? So, für die Leute, die sich auskennen, ich blende euch den Inspektionsplan mal eben ein. Wir gehen gleich die ganzen Punkte einzeln durch, aber für die Leute, die wissen, was ich damit meine, die brauchen sich nicht das ganze Video angucken, die drucken sich einfach den Plan aus und können abschalten. So. Thema Instandhaltung heißt das Ganze. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, das ist nach DIN definiert, DIN-Norm. Sagt vielen von euch nicht was, aber anderen sagt das was. So, da gibt es nämlich einmal die Inspektion. Dann gibt es hier nämlich noch die Wartung. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Kann man nicht lesen, aber ihr wisst ja, was ich meine, habe ich ja gesagt. Und Instandsetzung. Instandsetzung. So, also, das hier, Inspektion, ist dafür da, dass wir erstmal alles an unserem Fahrzeug kontrollieren und herausfinden, wo sind die Probleme. Einfach grob gucken mit Taschenlampe, das machen wir heute. Dann wissen wir, was für Probleme da sind, schreiben die alle auf und beheben diese Probleme, und das nennt man Instandsetzung. Deswegen habe ich euch ja schon ein paar Arbeiten hochgeladen, die man machen kann. Und daneben, deswegen ist das eigentlich ein bisschen blöd definiert, finde ich, aber gibt es noch die Wartung. Wartung ist dafür da, dass dass Verschleißsachen nicht so verschleißen, also nicht so stark verschleißen. Deswegen macht man hier zum Beispiel einen Ölwechsel oder man fettet mal alles. Ne? Dann verschleißt der Motor nicht so stark. Dafür ist eine Wartung da. Aber hier finden wir heute heraus, was sind die Probleme. Und die, da kommen noch mehrere Videos dann zu, wie kann ich diese Probleme beheben. Das machen wir heute. Und eine Sache noch, die ganz wichtig ist, diese Sachen gehen so ein bisschen ineinander über. Oder auch hier. Ne? Weil ich jetzt zum Beispiel bei der Inspektion nicht euch zeige, wie man die Ventile einstellt, weil allein dafür oder kontrolliert, ne, kontrollieren wir eigentlich Inspektion, wir gucken ja was nach. Aber allein das würde schon 10, 15, 20 Minuten Video werden. Deswegen habe ich das jetzt hier bei den Instandsetzungsarbeiten reingepackt. Also fangen wir einfach mit dem ersten Punkt an. Reifenluftdruck kontrollieren. Ich blende euch da mal eben ein Bild ein. Hinten auf der Schwinge ist immer ein Aufkleber. Sollte auch bei eurem Fahrzeug so sein. Da könnt ihr gucken, wie viel Reifenluftdruck ihr braucht. So, den kontrolliert ihr in der Regel. Bei mir ist aber so, der Profiltiefe steht ja auch mit drin. Ist bei den Motorradreifen hier schon so im Arsch an der Seite, dass ich da direkt bei mir eine Bemerkung schreiben kann auf meinen Zettel. X1 und schreib auf, Reifen vorne muss neu. Bei mir ist der Reifen jetzt schon durch, aber ich will euch natürlich noch sagen, wenn euer Reifen vom Reifenluftdruck gut ist, ihr habt ihn kontrolliert, aufgefüllt zur Not, Profiltiefe ist gut, die Form des Reifens ist gut,
Ja? Habe ich euch auch mal gesagt, wenn da so Wellen drin sind und die Kontur kacke ist, dann kann das sein, dass ihr immer mit zu niedrigem Reifenluftdruck gefahren seid und dann kriegt man da so schöne Wellen rein. Der Kameramann weiß, wovon ich rede. Dann müsst ihr noch das Baujahr kontrollieren. Da steht an eurem Reifen irgendwo Dot und dann steht da eine vierstellige Kombination drauf. Und daran erkennt ihr, welches Baujahr das ist. Und ja, man sagt Reifen nicht älter als 5 Jahre. Habe ich auch mal ein Video und Motovlog zu gemacht. Könnt ihr euch angucken. Also nicht älter als 5 Jahre. Reifen vorne ist kontrolliert, also muss sowieso neu. Dann gehen wir nochmal nach hinten, gucken uns den an. Hier ist auch schon komplett Profiltiefe runter. Also hinten muss auch neu. Schreibe ich mir eben auf meinen Inspektionsplan. Und dann können wir weitermachen vorne. So, als nächstes gucken wir uns Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsschläuche, Bremsflüssigkeit an. Ich muss dazu meine Cappy mal nach hinten packen, weil ich sonst da selber nichts sehe. Weil bei den Bremsbelägen ist das immer so eine Sache, dass man das vernünftig sieht. Da muss man sich da vielleicht mal ein bisschen runterlegen und gucken mit der Taschenlampe. Und ich mache das jetzt wirklich nicht nur als Video, sondern wirklich, damit ich auch weiß, was mit meinem Motorrad los ist, was ich alles neu kaufen muss. Und ich glaube, die Dinger kann ich neu kaufen. Bremsbeläge vorne. Immer zwei? Ja, eigentlich kauft man hier mal doppelt neu. Man muss auch gucken, immer wenn zwei der Verschleiß nicht gleichmäßig ist. Wenn der Verschleiß nicht gleichmäßig ist, dann müsst ihr mal eure Kolben angucken. Vielleicht kommen die nicht gleichmäßig raus. Normalerweise verschleißen die Bremsbeläge, also auf beiden Seiten, wir haben ja hier zwei Bremszangen, relativ gleichmäßig. So. Wenn das nicht so ist, so wie bei mir zum Beispiel, sollte ich mir mal meinen Kolben angucken, weil ich habe ja schon in dieser Saison eine Seite gewechselt, weil das ein bisschen schwergängig war. So, da können wir auch noch mal immer ein Video zu machen. Aber ich glaube, die müssen beide neu, alle vier. Also Bremsbeläge müssen bei mir neu. Dann gucken wir uns die Bremsschläuche an. So, einmal den Bremsschlauch entlang, ob der porös ist, Risse hat oder sonst was. Einmal die ganze Leitung durchgehen. Ne, die teilt sich ja hier, sieht gut aus. Das lasse ich so. Ja, ich will nicht mit euch jetzt über alles diskutieren. Es gibt Leute, die sagen, die werden mit der Zeit halt auch weicher und wenn man dann bremst, dann verteilt der Druck sich nicht nur komplett in der Bremszange und man bremst, sondern der geht ja auch hier zu den Seiten. Kugelförmig, sagt man, breitet sich der Druck aus. Und deswegen kaufen sich viele Stahlflex-Bremsleitungen, weil die den Druck nach außen fast gar nicht zulassen, die Dehnung, sondern das alles wirklich komplett in die Energie, die man hier reingibt, wirklich auch hier an die Bremsscheibe überträgt oder an die Bremsbeläge. Und das kann halt mit dem Alter oder sowieso halt bei so welchen Schläuchen ist das ein bisschen nicht so toll. Aber ist alles Technikgelaber, lassen wir das mal so ein bisschen außen vor. Bei den Scheiben fasse ich normalerweise jetzt ohne Handschuh an und gucke, ob hier eine fette Kante ist. Ihr könnt das normalerweise auch ausmessen, weil auf der Bremsscheibe steht nämlich drauf, wie viel die noch haben muss. Hier steht jetzt 3,5 mm. Das heißt, die Bremsscheibe muss mindestens immer 3,5 mm haben. So, das könnte man jetzt normalerweise ausmessen. Aber wenn der Rand hier nicht so groß ist, da wo nämlich nicht die Bremsbeläge eingreifen, ne? Die greifen ja nur hier ein. Wenn die krass hier weggeschliffen haben, die Bremsscheibe, dann habt ihr hier einen dicken Rand, ne? weil der Unterschied relativ groß ist, also spürt ihr eine dicke Kante. Und dann könnte das sein, dass ihr langsam euch den 3,5 mm nähert. Dann müsst ihr euch ein Werkzeug kaufen, um das mal auszumessen oder ihr fahrt kurz in eine Werkstatt. Aber wie gesagt, solange ihr hier keinen fetten Rand spürt, ist alles cool. Bremsflüssigkeit, die seht ihr hier oben. Also wir laufen den Schlauch einfach entlang. Dann enden wir hier oben im Ausgleichsbehälter. Und hier seht ihr den Bremsflüssigkeitsstand. Normalerweise beim Motorrad, wenn das so normal steht, so fahren wir auch durch die Gegend. Also vom Stand, jetzt seht ihr, vielleicht, das mache ich euch ein Foto rein, jetzt auf Minimum. Und so passt das. Also ist über Minimum, wenn ich fahre, alles gut. Nur das Alter der Bremsflüssigkeit spielt auch eine entscheidende Rolle. Und das sollte nicht älter als 2 Jahre sein. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Jetzt gucken wir uns hinten nochmal kurz an. Das ist vom Prinzip genau das gleiche. Ihr habt hier eine Bremsscheibe, aber nur eine Bremsscheibe. Dann habt ihr hier eine Bremszange mit Bremsbelägen. Wie man das kontrolliert, habe ich euch gerade vorne gezeigt. Hier läuft der Bremsschlauch lang. Hier ist der Ausgleichsbehälter. Genau wie alles, wie vorne kontrollieren. Abgehakt. Der dritte Punkt ist der Ölstand. Ich sag gleich dazu, habt ihr beim Wartungsvideo gesehen, ich mache einmal eine Saison, weil das bei mir alle 6.000 bis 10.000 Kilometer circa ist. Steht auch in vielen Inspektionsplänen so drin. Ein Ölwechsel
Nichtsdestotrotz gucke ich den jetzt erstmal nach. Wir haben bei einigen Motorrädern ein Schauglas und dann stellen wir das Motorrad aufrecht hin und gucken, ob genug Öl drin ist. So, bei mir ist genug Öl drin natürlich. So, ist auf Maximum. Die zweite Möglichkeit ist, also ein Schauglas oder ihr habt einen Peilstab, müsst ihr auch das Motorrad aufrecht für hinstellen. Und dann müsst ihr den Deckel hier losdrehen und dann ist hier noch so ein Stäbchen dran, macht ihr kurz sauber, dreht ihn wieder rein, stellt das Motorrad aufrecht hin, holt den Stab wieder raus und guckt an den Markierungen, ob da genug Öl drin ist. Das Thema Abschmieren. Und das ist sau wichtig. Ich habe schon so viele Leute jetzt erlebt. Erstens, dass der Ständer knüppelhart und nur rausgeht, aber auch noch schlimmere Sachen. Zwei Leute jetzt von mir ist das schon passiert. Das erste Mal mit 18 hat mir jemand gesagt, ey Jan, mein Motorrad, die Bremse funktioniert nicht mehr richtig, die knatscht irgendwie so, keine Ahnung. Jetzt wisst ihr natürlich, was das ist, aber da habe ich damals die ganze Bremszange auseinandergenommen, geguckt, ob die Kolben vernünftig laufen, da war alles in Ordnung. Was habe ich dann im Endeffekt gemacht? Ich habe ein bisschen Kettenspray genommen und ich nehme immer Kettenspray, weil das schön haftet. Komm mal ran bitte. Und jetzt mache ich das nur, damit ihr das seht, weil bei mir ist noch genug dran. Dann mache ich hier so ein bisschen was dran und ein bisschen hier. Und dann lief die Bremse damals wie eine 1 wieder. Und ein anderer Kollege auch vor 2 Jahren, waren wir in Harz, der war am Bremsen und hatte genau dieses gleiche Knacken und Knirschen und hin und her. Da habe ich zu ihm gesagt, mach ein bisschen Fett da dran. So, und danach war das auch komplett weg, dann konnte der wieder vernünftig bremsen. Also sau wichtig, alle beweglichen Teile abschmieren. Dann gehen wir nämlich auch gleich weiter. So, hier nämlich auch hier, und wenn es nur die scheiß Fußraste ist, wenn sich hier was bewegt, dann Sozius Fußraste mal eben einen reinsetzen. So, alles was frei beweglich ist und sich dreht, hier muss ich ehrlich sagen, muss ich immer ein bisschen gucken, beim Bremspedal. Also alles was ihr seht, auch was ich jetzt vielleicht nicht gemacht habe, alles was ihr seht, was sich bewegt, da mal ein bisschen, und was halt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, mal ein bisschen Spray ran. Und ganz viele Leute machen das halt beim Ständer gar nicht. Und dann will man den Ständer ausklappen, knüppelhart alles. Und natürlich hier vorne beim Kupplungshebel auch nochmal eben hier einen rein. Hier außen, damit das immer schön weiter vernünftig läuft. Flüssigkeitsstand und Frostschutz ist mega wichtig, gerade bei diesen Temperaturen jetzt. Wir haben heute 0 Grad, aber die Videos müssen ja irgendwann gedreht werden. Also müssen wir heute auch ran. Und zwar befindet sich das bei mir jetzt, der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit, unter der Sitzbank, aber ihr müsst bei eurem Fahrzeug gucken, wo das ist. Bei der PC37, Honda CBR 600, PC37, sitzt er zum Beispiel hier vorne irgendwo zwischen. Da kann ich euch nur empfehlen, Foren oder ich weiß auch nicht, wie ihr das herausfindet. Müsst ihr sonst ein bisschen suchen gehen. Hier ist der Ausgleichsbehälter, den sehen wir jetzt gut von oben. Und jetzt sieht man von der Seite, muss ich selber ein bisschen gucken oder ich muss das hier noch abbauen, irgendwo eine Minimum- und Maximum-Markierung. Und die ist, glaube ich, jetzt von hier oder von hier hinten zu sehen. Und da sollte der Kühlflüssigkeitsstand halt zwischen sein. Und dann macht ihr auch noch Folgendes. Nehmt ihr euch so ein Teil hier, sollte relativ sauber sein, und zieht mal ein bisschen Kühlflüssigkeit da raus. Und dann zeigt euch das an, wenn das voll ist. Jo, bis minus 40 Grad ist dieses Gemisch, was ihr da zurzeit drin habt. Das ist ja ein Gemisch aus Kühlflüssigkeit und destilliertem Wasser. Ja, bis minus 35 Grad hält das. Da müsst ihr auch darauf achten, dass das mindestens hier in Deutschland bis minus 20, 25 Grad, minus 25 Grad ist. Weil sonst im Winter, ne, Wasser friert ja bei 0 Grad und dann dehnt sich das nämlich aus. Das Volumen nimmt nämlich zu. Und dann kann das sein, dass euch der Motorblock oder sowas aufreißt. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Für den nächsten Punkt, also Radlager vorne und hinten kontrollieren, braucht ihr eigentlich eine zweite Person. Gerade auch fürs Lenkauflager ist ja dann der nächste Punkt, der euch das Motorrad über den Ständer bocken kann. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Ihr müsst euch ein bisschen, also ihr könnt eigentlich das Motorrad irgendwo, wo es stabil ist, ziehen und dann einfach so über den Ständer kippen. So, ich halte das jetzt gerade mit meinem Oberschenkel. Wenn ihr das nach hinten haben wollt, das heißt, ihr wollt vorne kontrollieren, das machen wir jetzt als erstes, dann müsst ihr halt auch über den Ständer, aber dabei euren Oberkörper ein bisschen auf das Hinterrad stützen oder auf die Sitzbank. Das sieht bestimmt richtig behindert aus. Aber dann habt ihr das frei und jetzt kann man Radlager und Lenkauflager kontrollieren. Deswegen habe ich jetzt eine zweite Person dabei, die mir eben hilft, und ich kontrolliere das vorne. Über diese Achse hier in die Felge greifen und dann
ja, eine Relativbewegung einfach ausführen, also hin und her, so sagt man. Und dann darf da kein Spiel sein, darf nichts knacken oder so. Ist jetzt ein bisschen instabil, aber ja, das ist das eine, das ist das Radlager. Und das zweite ist das Lenkauflager, habe ich euch auch schon mal erzählt. Da müsst ihr einfach mal das Rad locker von links nach rechts bewegen, nicht von den Schläuchen hier oben irritieren lassen. Da kann es schon manchmal ein bisschen schwergängig gehen. Und das sollte ganz normal, ganz locker von links nach rechts laufen. Da sollte kein Rastpunkt sein, also so ein irgendwo, sondern ganz schön einfach von links nach rechts. Dann habt ihr keine Probleme mit dem Lenkkopflager. Das sitzt ja hier unten drin. Und dann nochmal an der Gabel so ein bisschen ziehen, um zu gucken, ob das Lenkkopflager Spiel hat. Hat in diesem Fall auch kein Spiel. Was mich freut, muss ich das nicht tauschen. Da hinten genau das gleiche. Einfach jetzt so machen. So. Und gucken, ob da irgendwas knackt, wackelig ist. Dieses ist egal. Ne? Ich rede von so. Und da darf nichts knacken, da darf nichts wackeln. Das soll einfach stabil sein. Als nächstes kommen wir zur elektrischen Anlage. Und da weiß ich, dass da schon einiges im Magen ist. Deswegen kann ich mir direkt hier bei Bemerkung X3 hinschreiben. Und dann geht's los. Zündung an. Leuchtet der Scheinwerfer? Nein. Nee, leuchtet nicht. Gut. Dann Blinker links. Leuchtet nicht. Blinker rechts. Leuchtet auch nicht. Hinten leuchtet er dafür aber. Blinker links. Hinten leuchtet auch super. Das heißt, nur Blinker vorne links und rechts müssen neu. Dann, fern nicht geht, aber ist unwichtig, weil die Birne eh neu muss. Hupe geht leider auch nicht. So, und dann haben wir noch das Bremslicht bzw. hinten nochmal kontrollieren. Dazu natürlich einmal das Bremspedal betätigen, gucken, ob das Bremslicht geht, aber auch den Bremshebel ziehen und gucken, ob das Bremslicht geht. Und zu guter Letzt noch die Kennzeichenbeleuchtung kontrollieren. Zwei Sachen, die ich noch vergessen habe, die ich jedes Mal irgendwie vergesse. Ihr müsst den Motor mal anschmeißen, den Ständer hochklappen, Kupplung ziehen, erster Gang rein und jetzt den Ständer ausklappen. Genau, und dann sollte das Motorrad ausgehen. Ich habe jetzt neutral wieder drinne. Starte jetzt den Motor und dann habt ihr alle noch so einen Killschalter. Da sollte das Motorrad natürlich auch ausgehen. Als erstes kommen wir zum Kettenverschleiß. Kette ein bisschen unter Spannung setzen hier und dann mal abziehen, ob das geht. So ein bisschen ist in Ordnung. Wenn das sich richtig doll abziehen lässt, müsst ihr die Kette erneuern. Ja. In der Regel ist es aber so, dass ihr das frühzeitig daran merkt, und deswegen kommen wir jetzt zum Kettendurchhang. Also hier kann ich euch schon so sagen, das ist zu locker, aber jetzt müssen wir aufstehen. Aber in der Regel merkt ihr, ob die Kette verschleißt oder verschlissen ist, schon daran, wenn ihr den Kettendurchhang richtig prüft. Also, das macht ihr so, indem ihr euch selber draufsetzt, weil ihr seid ja der Fahrer, ihr braucht das Fahrergewicht. Oder wenn ihr einen Kumpel habt, der genauso schwer ist wie ihr, dann den draufsetzen. Ich mache das alleine, klappt auch immer. Und dann fasst ihr mal die Kette an. Und die ist jetzt hier viel zu locker. Wirklich viel zu locker. Ich mache das immer nach Gefühl. So, und jetzt ist wichtig, dass ihr mal ein bisschen vorrollt und überall überprüft, weil die Ketten mit der Zeit Unwucht bekommen. Das heißt, an einigen Stellen sind die stärker verschlissen und an anderen nicht. Und ihr sucht euch jetzt den Punkt raus, wo sie am strammsten ist. Und an dem Punkt fangt ihr an, die zu spannen. Am strammsten Punkt. Wenn die Differenz zu krass ist zwischen lockerster Stelle und strammster Stelle, dann kriegt ihr die Kette nicht mehr richtig gespannt. Weil wenn ihr die zu stramm macht, reißt die. Wenn ihr die zu locker macht, springt die irgendwann über. Gut. Und daran erkennt ihr dann eigentlich schon in der Regel, okay, ich brauche eine neue Kette. Das heißt, dieses hinten abziehen ist auch ein Indikator. Aber der andere Indikator ist, also wenn die anfängt zu schlackern und ihr könnt die nicht mehr richtig nachspannen, weil sonst die strammste Stelle zu stramm wäre, dann müsst ihr euch auch eine neue Kette kaufen. Und das ist eigentlich ein einfacherer Indikator als der andere, den ich eben genannt habe. So, wenn ihr jetzt sagt, die Kette haut noch so weit hin, dann müsst ihr halt den Kettendurchhang kontrollieren und die Kette spannen, wenn jemand in eurem Gewicht drauf sitzt. Ich mache das immer so, dass man die Kette, man sagt glaube ich irgendwie 1 bis 2 Zentimeter sollte man die bewegen können, hoch und runter. Also ich sag mal, wenn die Kette so sich bewegen lässt noch, wenn jemand drauf sitzt, ist das gut. So würde ich die jetzt spannen. Jetzt nochmal eben einmal die Kette fetten, wenn ihr sie kontrolliert und eingestellt habt. Jetzt der Gasdrehgriff, da solltet ihr gucken, dass der nicht so viel Spiel hat, weil einige, da kann man den so hin und her bewegen, habt ihr auch auf den Probefahrten oder werdet ihr noch auf einigen Probefahrten sehen. Das ist halt kacke, ne? Wir haben hier so ein bisschen,
Ja, ich weiß nicht, was. Das ist halt scheiße irgendwie, keine Ahnung. Dann die Seilzüge kontrollieren auf Beschädigung. Ne, die sollten keine Einschläge haben, Risse oder sonst was. Und das gleiche macht ihr auch mit dem Seilzug des Kupplungsgriff auf der anderen Seite. Ihr läuft auf dem Seilzug lang und den geht ihr einmal, soweit ihr den seht, einmal durch, ob der frei liegt, ob der überall Platz hat und ob der keine Beschädigung aufweist. Als nächstes guckt ihr euch dann die Simmerringe vorne an. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass hier Öl drin ist in der Gabel und das Öl soll auch drinnen bleiben. Das heißt, die Simmerringe wischt ihr einmal, also die Laufflächen hier einmal abwischen, dann noch ein paar Mal eintauchen und wenn da, also hier ist gut, ne? Da seht ihr keinen Ölfilm, das ist nur sauber und minimaler Ölfilm, da sagt kein TÜV-Prüfer was, aber wenn da wirklich nach 3, 4 oder 30 Mal eintauchen, da wirklich richtig Öl drauf zu spüren ist, dann müssen die Simmerringe hier erneuert werden. Und natürlich auch hinten das Federbein kontrollieren, ob die Feder irgendwie gebrochen ist oder nicht. Und auch hier gucken, ob da Öl ist. Ne, da sollte kein Öl austreten. Dann mache ich das immer noch so, dass ich die Kupplung einmal anfasse. Oder ich weiß ja auch, weil ich das Motorrad schon ein paar Kilometer fahre, ob ich den Schleifpunkt ein bisschen anders einstellen will. Dann ziehe ich mal die Bremse, fühlt sich alles gut an. Mal eben überall drüber gucken. Dann wackele ich nochmal so ein bisschen, ob alles vernünftig einfedert oder ob irgendwas knackt. Ne, so mal ein bisschen. So, das sollte alles schön, ja, vernünftig rein und raus gehen. Da sollte nichts knacken, nichts wackeln. Alles cool sein. Dann solltet ihr zwischendurch, das ist jetzt nur so eine Vorsichtsmaßnahme, weil normalerweise sollten sich Schrauben ja nicht lösen. Aber bei vielen Leuten sitzt jetzt hier die Batterie schon direkt. Bei mir sitzt sie an der Seite. Mal eben die Batteriepole kontrollieren. Weil es ist schon vorgekommen, dass die nicht hundertprozentig fest waren. Und dann hat das Motorrad immer so ein bisschen gestottert, weil der Kontaktprobleme am Pol hatte. So, und deswegen würde ich sagen, kontrolliert das auch nochmal eben. Solltet ihr natürlich das Licht einstellen. In der Regel ist das richtig eingestellt, aber kontrollieren müssen wir nun mal. So, stellt ihr euch vor so einer weißen Wand. Ich habe jetzt leider ja nur Fernlicht, wie ihr wisst. Und dann guckt ihr einfach, dass das ungefähr horizontal passt. Ansonsten müsst ihr es halt einstellen. Und das ist jetzt ein ganz neuer Punkt auf meiner Liste, den habe ich heute erst dazu geschrieben. Kontrolliert mal, wie lange ihr noch TÜV habt, weil einige Leute, die verbaseln das irgendwie, die rein gar nicht, dass sie die ganze Zeit schon ohne TÜV durch die Gegend fahren. Hier in der Mitte steht, welches Jahr, bis 2021 habe ich TÜV. Und die oberste Zahl, die alleroberste Zahl ist jetzt eine 3, also bis März 2021 habe ich TÜV. Jetzt kommt ein geschulter Blick. Jetzt sagen natürlich viele Leute, ja, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst einfach nur ein bisschen abtasten alles, ist alles fest, ne? Fällt euch irgendwas auf, dass vielleicht irgendwo eine Schraube fehlt oder irgendwas lose ist. Einfach mal ein bisschen gucken, das Wichtigste hatten wir ja schon drin, ne? Wie die Bremsschläuche oder die Kupplungshebel, Kupplungsseil. So, mal gucken, ob das alles so vernünftig sitzt, mit der Taschenlampe mal dazwischen scheint, ne? Einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen anfassen, sollte alles fest sein. Und ja, das ist der geschulte Blick. Ich weiß, das ist voll die Arbeit, aber ruhig mal eben einmal mit einem Schraubendreher, ne, hier 1, 2, alle Schrauben, die ihr so seht, einfach mal eben kurz gucken, ob die fest sind. Weil da kann sich immer was gelöst haben, auch vorne an der Bremszange. Einfach mal kurz, ist die fest? Jo, ist fest, zack. Ich schwinge mal so ein bisschen, wir wissen jetzt, hinten ist ein neuer Reifen drauf, also ein bisschen vorsichtig. Dann greife ich natürlich auch mal schön in die Bremse rein, vorne und hinten, das auch gerne 2-3 Mal hintereinander. Mal einfach gucken, was da so passiert. Dann nehme ich mal ja, die Hand so ein bisschen vom Lenkrad und guck mal mit einer Hand oder vielleicht auch mit gar keinen Händen, ob das Fahrzeug nach links oder rechts zieht oder ob das Lenkrad am Hoppeln ist oder was auch immer. Passiert nichts, alles gut, läuft geradeaus. Geschwungen habe ich schon, Bremsen vorne, hinten und natürlich auch mal die Kupplung ziehen, wie hört sich der Motor an, klappert da irgendwas, beziehungsweise bei eingelegten Gang Gas geben, was macht der Motor so. Die Probefahrt ist jetzt, ja, das hört sich traurig an, aber die ist jetzt nicht zum Spaß haben und zum Rumballern, sondern die ist dafür da, das Fahrzeug zu checken. Also, wie beschleunigt das Fahrzeug, wie bremst das Fahrzeug, wie gehen die Gänge rein, wie fühlt sich die Kupplung an. Und wie ist überhaupt das Geräuschverhalten während der Fahrt? Also klappert da irgendwas oder läuft da was unrund? Und wenn die Karre warm ist, dann kann man ruhig auch mal die Gänge vernünftig durchschalten. Ziehen die Gänge alle vernünftig durch. Was passiert da überhaupt?
Und da wo 100 ist, fahren wir auch nur 100. Genau. Ja, wie gesagt, ruhig die Gänge durchschalten, ruhig auch das Ding mal bis 250 knüppeln, gucken, ob der da vernünftig hinzieht. Nickt ihr euch einfach unter das Motorrad und dann guckt ihr, ob hier irgendwo Wasser austritt, Öl austritt. Also hier auf der Höhe wird wahrscheinlich eher Öl austreten. Naja, das sollte einfach alles trocken sein. Darf dreckig sein, aber trocken sollte es sein. Ja, und auf der anderen Seite kann ich euch nochmal was zeigen. Hier auf der anderen Seite sind wir jetzt nämlich auf der Höhe der Kette. Und für übermotivierte Schmierer, so wie ich, sieht das dann irgendwann so aus. Und für Leute, die keine Ahnung haben, die denken, da tritt Öl oder sowas aus. Das ist jetzt einfach nur überschüssiges Fett, was immer da abgeschleudert wurde und was sich jetzt hier so ein bisschen gehalten hat. Der letzte Punkt auf der Liste ist jetzt, liegt laut Inspektionsplan vom Hersteller noch was an? Das habe ich da einfach reingeschrieben, weil ihr solltet euch mal den Inspektionsplan vom Hersteller angucken für euer Fahrzeug. Da sind nämlich noch so Sachen drin, die sehe ich ein bisschen anders und die mache ich halt nicht so. Und deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen, wie zum Beispiel Zündkerzenkontrolle nach 12.000 Kilometern. Wenn nichts mit dem Motorrad ist, dann halten die ihre 24.000 Kilometer, dann sollen die nämlich auch getauscht werden und dann tausche ich die auch. Aber ich schraube da nicht eine Stunde dran rum, um dann zu sehen, ja, die Zündkerzen sind immer noch in Ordnung. Ne? Das mache ich nicht. Und genau wie ein Luftfilter, da ist halt wieder so eine Diskussionsgeschichte, ist das jetzt noch eine Inspektion oder ist das schon eine Instandsetzung oder eine Wartung, den mal auszutauschen oder mal ihn durchzublasen. Das sind Kleinigkeiten. Ich denke mal im Großen und Ganzen, damit seid ihr wirklich schon... Das machen sogar viele Werkstätten nicht mal so, okay? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden mit dem Video. Wenn ihr noch eine Sache habt, wo ihr sagt, ey, die muss auf jeden Fall noch in so eine allgemeine Inspektion mit rein, dann schreibt mir das in die Kommentare. Alles klar, Leute, haut rein. Ciao.